Die Leute von Alles Dicht Machen haben uns wieder was aufgetischt. Naja, zumindest sind eine ganze Menge Schauspieler von Alles Dicht Machen bei der neuen Hashtag Alles auf den Tisch Aktion dabei. Bei der letzten Aktion, wo auch Jan-Josef Liefers und andere prominente Schauspielerinnen beteiligt waren, war es noch relativ unklar, wie viel haben jetzt genau mit Querdenken zu tun? Wollen die nur ein paar kritische Fragen stellen, aber sich nicht wirklich mit Querdenken und den richtigen Schwurblern assoziieren? Einige haben sich auch distanziert und ihre Videos löschen lassen. Aber andere haben sich auch radikalisiert, sind in die Basis eingetreten und haben offene Schwurbelkram betrieben. Darunter auch Volker Bruch. Darunter auch Volker Bruch, der sogar mit Neurechten wie Kompakt Verlag zusammenarbeitet und auch offen in die Basis eingetreten ist. Und gerade von dem federführend mit ausgehend gibt es jetzt diese Alles auf den Tisch Aktion. Und jetzt ist die Verbindung zur Schwurbelei und Querdenken auch relativ klar geworden. Damals war es ja eher noch so, okay, ich mache satirische Videos, wer auch immer die witzig fand, um Fragen in den Raum zu stellen. So haben das rhetorische Mittel Schrödingers Arschloch wurde da benutzt. Und deswegen haben sich auch so viele Leute im Diskurs aufgeregt. Für die Leute, die es nicht kennen, bei Schrödingers Arschloch geht es darum, Fragen oder Positionen in den Raum zu werfen und erst nach der Reaktion der Leute entscheidest du, wie du das eigentlich gemeint hast. Ob es nur ein Scherz war, ob du nur Fragen gestellt hast oder wenn du zum Beispiel bei Leuten bist, die dir zustimmen, dann hast du es mit vollem Ernst gemeint und bist Teil der Bewegung etc. Auf jeden Fall war Alles Dicht Machen noch relativ vage gehalten, noch nicht so eindeutig gemacht. Jetzt bei Alles auf den Tisch werden Schwurbeln klar Plattformen geliefert. Wir werden uns gleich mal anschauen, was für illustre Leute bei Alles auf den Tisch dabei sind. Aber das ist auch einfach ein Anzeichen dafür, wie mediengewaltig die Querfront in Deutschland mittlerweile geworden ist. Reicht ja schon, dass wir die ganze Zeit uns mit irgendwelchen Querdenkern, Impfgegnern oder anderen Verschwörungstheoretikern auseinandersetzen müssen auf den Medien und gerade in Social Media. Wir haben auch teilweise große Finanziers, die dahinter stecken und auch Leute mit geopolitischem Interesse, die dabei sind, da aktiv zu werden. Zum Beispiel haben wir da Russia Today, die es geschafft haben, eine ganze Menge Interaktionen zu bekommen, nämlich etwa 22,7 Millionen vor der Wahl und sind gerade dabei, Leute wie AfD oder eben schwurblerische Leute wie Dieter Dehm oder Sarah Wagenknecht eine Plattform zu bieten und Anti-Impfpropaganda zu machen. Wir haben also eine echt große Mediengewalt, die für die Querfront in Deutschland spricht oder mit der Querfront in Deutschland spricht und sie anstachelt und weiter unterstützt. Dann gab es auch vor, ich glaube, ein, zwei Tagen auf Twitter die Aktion Ich bin ein Mensch, wo Impfgegner sich oder Leute, die nicht geimpft sind, um ganz good faith zu bleiben, sich darüber aufregen, dass sie ja anders behandelt werden, nur weil sie potenziell gefährlicher sind für andere Menschen. Und das erwiesenermaßen. Naja. Und wir werden auch weiter in Social Media mehr und mehr von diesen Leuten sehen.
es wird auch mehr und mehr Geld in diese Richtung fließen. Gerade auch von Akteuren wie Putin, die sehen, wie gut damit bestimmte Systeme, bestimmte Positionen und eben auch bestimmte demokratische Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, indem man diesen Leuten Macht gibt. Aber schauen wir uns mal diese illustre Truppe genauer an und besonders auch, welches Framing die eigentlich benutzen. So, Künstlerin und Wissenschaftlerin im Dialog über die Corona-Krise. So, da ist natürlich die Frage, was für Wissenschaftlerinnen? Sind das alles Maschinenbauer? Nicht nur. Mit zunehmender Sorge beobachten wir die Entwicklung des politischen Handelns in der Corona-Krise. Ja, bisher wurde auch noch nicht nur beobachtet, es ist auch eine ganze Menge Meinungsmache betrieben worden. Ne, und es ist euch auch schon eine ganze Menge Aufmerksamkeit geschenkt worden. Viele Expertinnen wurden bisher in der öffentlichen Corona-Debatte nicht gehört. Expertin in was? So, auch die schwurbelischen Virologinnen oder sowas haben immer wieder bei Lanz und ähnlichem, wie zum Beispiel der Kekulé, ihre Plattform bekommen. Wir wünschen uns einen breit gefächerten, faktenbasierten, offenen und sachlichen Diskurs. Da ist natürlich im Subtext drin, dass man den bisher noch nicht bekommen hat von der Gesellschaft, was nicht unbedingt wahr ist. Und auch eine ebensolche Auseinandersetzung mit den Videos. Tja, und wir haben ja auch eine ganze Menge Videos. Ich habe natürlich mir nicht alle ansehen können bis jetzt. Ich hab auch so sinnvolle Dinge mit meinem Leben anzustellen, aber einige habe ich mir schon angeschehen. Zum Beispiel Wotan Wilke Möhring, der wohl einer der bekannteren hier zu sein scheint. Ich bin nicht so der deutsches Fernsehenschauer, muss ich zugeben. Hat mit Joachim Steinhöfel geredet, dem Anwalt von Akif Pirinci und dem AfD-Bundesvorstand. Ist das nicht nice? Und wir haben ja auch wirklich reißerische Überschriften, die schön vage bleiben, aber gemeinsam sehr schönes Narrativ in die Welt drücken. Das werden wir auch in den Videos sehen, wie vage Sprache benutzt wird, um eben bestimmte Narrative zu drücken. Den Faktenchecker, Meinungsfreiheit, Corona und die Rolle der Medien. Alles vage, noch nicht so viel aussagende Titel, die aber gemeinsam geschlossene Gesellschaft, zurück zur Rationalität, besteht natürlich nicht. Wir sind gerade nicht in der Rationalität und wir müssen dorthin zurück, sondern steht nur zurück zur Rationalität. Wahrheitsdefinition, ob die da wohl über das Getja-Problem reden, das muss ich mir wohl nochmal anschauen. Und wir haben ja natürlich die Leute, die sie angefragt haben, die natürlich Besseres zu tun hatten, wie Mighty oder Harald Lesch oder Richard David Precht, anstatt diesen Leuten mehr Medienwirksamkeit und mehr Plattform zu bieten. Alleine der Buigs, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die aus der Ethikkommission. Oh, das hier ist auch sehr lustig. Der Professor Dr. Dieter Köhler ist zwar schwurblerisch, aber nicht schwurblerisch genug für dieses Interview. Das schauen wir uns doch kurz mal an. So. Herzlich willkommen bei Alles auf den Tisch. Dann habe ich noch eine Frage zu dem Thema Masken bei Kindern. Die sitzen so lange in der Schule, das ist eh schon nicht leicht. Und dann, die Kinder sind belastbarer als man meint. Das ist ja etwas, vielleicht die heutige Generation mit dem Overprotection, aber es ist nicht okay, dass sie so lange Maske tragen müssen, wenn es nicht notwendig ist. Gesundheitsmäßig, Kinder brauchen Sauerstoff. Nein, das spielt keine Rolle. Der Sauerstoff ist immer da.
Das ist schlimm, oder? Wenn selbst der Schwurbler, den du eingeladen hast, um deine Meinung für dich zu transportieren, weil du selber nicht den Mumm dazu hast, dir widersprechen muss, weil du einfach noch schwurblerer bist. Die Maske tragen oder nicht, das ist nochmal eine andere Baustelle. Diese FFP2-Maske, da kann man kaum drin atmen. Also, nein, das ist ganz. Sie brauchen nur, wenn sie die aufs Fahrrad setzen, das hat man gemacht, und die ein bisschen belasten aufs Laufband, dann können sie ganz wunderbar damit laufen. Ja, man hat sogar Marathonläufern 2 Masken angezogen und die konstant immer wieder gemessen und teilweise fast keinen Unterschied festgestellt. Also in der Sauerstoffsättigung. Und dann geht das ab. Es ist wirklich viel Subjektives dazwischen. Nein, nein, der Sauerstoff spielt keine Rolle. Das ist gut untersucht. Also, muss ich leider sagen. Das kann man untersuchen, wie man möchte. Wenn man fühlt, dass man damit nicht atmen kann oder gut atmen kann, dann ist das einfach so. Aber es verschwindet, wenn man abgelenkt ist. Dann können Sie nämlich wieder atmen. Das ist Ihre Meinung. So. Mit Verlaub, das ist Ihre Meinung. Aber nein, das ist untersucht, genau. Man hat die abgelenkt. Also wie gesagt, in Japan, die sind ja auch mit Maske rumgelaufen, die Jugendlichen alle, und fanden das schick. Hat sie nicht gestört. Das ist der entscheidende Punkt. Machen, was sie wollen. Aber wenn es Menschen stört und sie das Gefühl haben, dass sie damit nicht so gut atmen können, dann muss man das ernst nehmen. Und wenn man das Gefühl hat, dass die Kinder oder wenn die Kinder sagen, sie können damit nicht gut atmen, es geht ihr nicht gut damit, wenn Kinder auch nicht, weiß nicht, also so, es kann sein, dass im Sommer gar keine Luft reinkommt. Ich finde, da ist Sauerstoff immer genug. Da können Sie den Sauerstoff können Sie auf die Hälfte reduzieren. Also zum Beispiel, wenn Sie im Hochgebirge leben oder Kinder oder im Hoch, auf 3000 Meter gibt ja oder noch höher, die haben ja die Hälfte an dem Sauerstoff, die wir haben. Gehen genauso in die Schule. Das ist es nicht. Nur wenn Sie jetzt, nehmen wir an, das wäre tatsächlich so, dass Sie Masken bräuchten, so würde das die Kinder, ist diese Belastung absolut zumutbar. Das meine ich damit. Aber schön, dass es auch unterschiedliche Levels der Schwurbelei gibt, wo sie sich gegenseitig in die Quere kommen. Ja, das andere Mass-Interview ist auch sehr nice. Dann gibt es dann natürlich auch so Leute wie Gerhard Hüther, die bei der Covid-Diskussion einfach wirklich schwurblerisch auch tätig sind, aber teilweise auch einfach gute Arbeit machen. Das ist leider sehr schade. Und da kommen wir auch zu den Leckerbissen. Das fand ich nämlich am interessantesten und tatsächlich auch am revealendsten, wie eigentlich solche Narrativen fabriziert werden. Hier Peer Review Drosten Test. Tja, also leider können Leute ziemlich gut Promo machen, auch wenn sie die ganze Zeit widerlegt werden. Also das sonst, also so verstehe ich das empirisch gerade sehr gut. Ey, Torino, ich mache mir keine Sorgen um dich. Ich denke, das ist safe. So, schauen wir uns das doch mal an. So, das stelle ich aber auf etwas schneller. Das wird lustig. Als ich das, also ich habe das ja schon einmal gesehen, als ich das gesehen habe, Ich konnte meinen Ohren und Augen nicht trauen. Herzlich willkommen bei Alles auf den Tisch. Mein Name ist Nirmal Abdullah, ich bin Schauspieler und ich habe das große Vergnügen, heute mit einem Experten zu sprechen, der zurzeit in Brasilien lebt, Dr. Simon Goddek. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Der Herr Goddek scheint auf seinem Fachgebiet der Aquaponics tatsächlich ein gut arbeitender Wissenschaftler zu sein. So viel Good Faith kann ich noch haben. Und ich freue mich sehr, dich interviewen zu dürfen zu dem Thema Peer Review bezüglich Drostens, also Herr Drostens, Peer Review. Ja, was das genau ist, wirst du mir gleich erzählen. Stell dich sehr gerne erstmal selber vor. Hallo, Neil. Also, das macht das hier selber schon.
So. Ich kann ja schon mal spoilern. Es geht nicht um ein Peer Review, das Herr Drosten an einem anderen Paper gemacht hat. Auch wenn es jetzt gerade so klingt. Ich bin Simon Goddard, Wissenschaftler. Ich bin 36 Jahre alt, wohne in Brasilien und arbeite an einem norwegischen Forschungsinstitut. Also wohne hier und bin zwischendurch auch ab und zu mal in Norwegen. Cool. Also du pendelst zwischen Brasilien und Norwegen sozusagen. Jetzt steht das Bild. Genau, also du warst kurz und andersrum. Du warst korrekt, deshalb haben wir den Anfang nicht mitgekriegt. Ach so, ja, passiert. Ja. Ich bin gerade im Dschungel und ich habe hier so einen 4G-Amplifier. Und das kann sein, dass man jetzt ab und zu mal kurz wegfällt. Super. Und du Doktortitel. Worin genau hast du dir denn den verdient? Ich habe mir den verdient in Biotechnologie. Hm. Das heißt, ich beschäftige mich mit Aquaponics-Themen, mit Bioreaktoren, mit der Remineralisierung von Slush. Und der Fokus meines PhDs war vor allem System Thinking. Das heißt, welche Faktoren spielen in einem System eine Rolle? Das wende ich auch an im Gebiet von menschlichem Metabolismus und hier vor allem auf Mikrobiomen, auf Vitamin D. Und da habe ich Publikationen zu. Okay, Vitamin D habe ich verstanden. Das ist gut. Und ja, obendrein bin ich halt noch Editor eines Springer-Journals, also Science, nicht Axel Springer, ne? Und habe deswegen auch Einblicke in den Peer-Prozess von wissenschaftlichen Publikationen. Okay, das ist ganz wichtig für unser Thema auch, weil wir wollen hier nicht über Virologie, Toxologie, Epidemiologie reden, sondern wir wollen tatsächlich über ein Verfahren reden, was unter Wissenschaftlern, egal welche Wissenschaftler tatsächlich, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch sage, unter allen Wissenschaftlern gleich gehandhabt, normalerweise. Ja, normalerweise schon. Genau. Und kurze Frage vorweg. Was heißt normalerweise? Also, WissenschaftlerInnen müssen sich an anderen WissenschaftlerInnen und ihre Expertise messen lassen, ob sie vernünftig gearbeitet haben. Das war schon so, bevor es überhaupt das Wort Peer Review gab. Oder bevor überhaupt Englisch die Wissenschaftssprache im Diskurs war. Ja, schon mittendrin. Journal, weil wir hören ja ständig ein Journal hier, Journal da. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das ein Magazin? Was ist das genau? Also das ist eine Fachzeitschrift. Es gibt bezüglich jeder Fachrichtung, jedes Gebiet gibt es Fachzeitschriften. Okay. Also ich bin Editor in einem Aquakultur-Journal, also Aquakultur und Biotechnologie. Mhm. Und in jeder Fachrichtung gibt es dann auch, werden die Journals auch bewertet. Das heißt, du musst dir vorstellen, jeder Journal hat eine Art Bewertung, so eine Zahl, das sind die Impact-Factor, ja. Mhm. Und diese errechnete Zahl gibt die Höhe des Einflusses eines wissenschaftlichen Journals wieder her. Okay. Ein bisschen simplifiziert gesagt, aber bisher ist alles noch richtig. Das heißt, je höher der Impact Factor, desto besser ist auch wahrscheinlich das Journal. Aber es gibt natürlich auch Gebiete wie Krebsforschung und so weiter, da ist der Impact Factor generell immer sehr hoch. Und deswegen schaut man auch auf den Q-Wert, also Q1, Q2, Q3, Q4. Okay. Mhm. Das ist letztendlich das Quartil, in dem ein Journal innerhalb des Fachgebiets eingerankt ist. Okay, und das heißt, so ein Journal, da gibt es ja mehrere von, für spezielle Themen. Und wie wichtig ist so ein Journal im Endeffekt für die Bevölkerung, für die Politik, für die Wissenschaft? Welchen Einfluss hat dieses Journal darauf? Also das Journal hat schon einen gewissen Einfluss. Man geht davon aus, je höher der Impact Factor des Journals, desto höher ist die Qualität. Hier wird schon mal gesagt, welchen Einfluss hat das Journal und nicht die wissenschaftlichen Publikationen darin und die Relevanz der wissenschaftlichen Ergebnisse, sondern welchen Einfluss hat das Journal. Aber noch ist das vage und kann, das ist noch nichts Falsches. Das ist nur schon etwas, ein bisschen Framing. Ein bisschen Framing. Das muss aber auch immer mit einem Grain of Salt, sagt man auf Englisch, nehmen. Also man muss es mit Vorsicht genießen. Denn oftmals ist es so, dass der Peer-Review-Prozess eben nicht publik ist, nicht transparent. Es gibt natürlich Journals wie F1000 und so, die machen den Peer-Prozess öffentlich und transparent, inklusive Mailverkehr, Korrespondenz und Klarnamen der Peer-Reviewer. Das hat auch so seine Probleme. Also gerade wenn der Klarname der Peer-Reviewer veröffentlicht ist, dann kann es ganz häufig zu so einer Handwäsche die anderen Sache kommen. Aber es gibt durchaus Legitimation, wie unterschiedliche Journals ihre unterschiedlichen Peer-Review-Prozesse handhaben. Wir machen das auch nicht, da wird das eben anonym gemacht, weil ich auch kein Problem ist, solange Editors eben nicht fangen sind. Okay, und da kommen wir, jetzt muss ich kurz gucken, wie das bestimmte Journal heißt, worüber wir reden würden oder werden. Das ist natürlich das Journal, in dem das Peer-Review erschienen ist von Herrn Drosten. Das ist Eurosurveillance. So. Der Fehler wird hier noch häufiger gemacht werden. Es geht hier nicht um das Peer-Review von Herrn Drosten. Es geht hier um Herrn Drostens Arbeit und die peer-reviewed wurde.
Ich weiß nicht, warum er nicht berichtigt wird, das Paper von Drosten, die Studie von Drosten oder das Manuskript von Drosten, um das möglichst gut für die Sache zu framen. Aber nicht das Peer Review von Drosten. Genau, so heißt es. Ich sag's nicht nochmal nach. Euro Civilians, genau. Und welchen welchen Wert, also welchen Q-Wert hat dieses Journal? Es ist ein Q1. Gibt es ein Q1-Journals und es hat einen Effekt von 6,5. Das heißt, der Effekt-Faktor ist vollkommen in Ordnung. Das Journal agiert im Feld Epidemiologie und ist ein Journal des Europäischen Zentrums für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Und das ist wiederum eine EU-Agentur, die in Schweden ansässig ist. Ah, okay. Und Q1, nochmal zur Erholung, hat einen relativ hohen Einfluss, also hat einen hohen Standard. Genau, Q1 ist genug. Q1 und auch Q2 würde ich als gute Journals betrachten. Okay. Insofern wichtig, die Frage, weil das Peer-Review von Herrn Drosten da erschien. Genau. Die Studie. Genau, dann einen relativ hohen Einfluss auf das, was wir jetzt gerade erleben. Genau, auch richtig. Genau. Das ist sehr vage formuliert. Das Peer Review von Herrn Drosten hat einen relativ hohen Einfluss genommen auf das, was wir gerade erleben. Schauen wir erstmal, welche Studie hier genau gemeint ist. Der Drosten hat ja schon mehrere Studien veröffentlicht und all diese Studien wurden auch peer-reviewed. Und der hat auch schon mehrere Studien in Euroscience veröffentlicht. So ein Peer-Review, wie kann ich mir vorstellen? Ich setze mich zu Hause, schreibe irgendwie einen Bericht oder... Okay, darauf wird jetzt noch nicht genauer eingegangen. Protokoll oder was ist das und schick das ein und erzähl mal was über das Peer Review, wie das zustande kommen kann. Genau, ich als Wissenschaftler natürlich auch schon oft meine Publikationen und meine Manuskripte eingeschickt. Auch auf der anderen Seite als Editor fange ich sie halt und muss sie dann halt processen. Ne? Also was geht es? Du bist Wissenschaftler und schreibst Manuskript. Mhm. Über, lass mal sagen, ein PCR. Ja? Genau. Du schreibst es also deinen Kollegen und irgendwann sagst du, okay, das Manuskript ist fertig, wie gerade ist, und das schicken wir ein. Das heißt, es gibt dann, du gehst dann auf die Journal-Webseite, du suchst dir ein Journal raus, wo das reinpasst. Das nennt sich beim Journal ein Scope. Scope ist ja nicht der Umfang des Journals, welche Themenbereiche Sie für Journal als wichtig empfinden. Und das ist auch wichtig, dass am Anfang kommen hier eigentlich ganz viele Fachinformationen. Da ist auch gar nicht schlecht, sowas zu wissen. Also, aber wir können ja schon gespannt sein, wie sich das noch entwickelt. Du schaust halt, ob es in den Scope vom Journal passt. Und dann hast du ein Formular, mit dem du dein Manuskript einschickst. Das ist ziemlich komplex. Da musst du die Datei laden, du musst es ins richtige Format bringen, das Journal. Du musst ein paar Dokumente e-signen, also dass du keine Interessenkonflikte hast. Du musst deine Co-Autoren alle angeben, Adresse, E-Mail und Affiliation und so weiter. Du musst auch, was auf der Fall ist, ich weiß nicht, ob es bei Euroscience der Fall ist, musst du angeben, welche Peer-Reviewer du vorschlägst. Das muss alles als Wissenschaftler machen, ne? Genau, das musst du alles als Wissenschaftler machen. Also das ist letztendlich das Einsehen des Manuskripts. Ja? Mhm. Dann erhält der Editor von dem Journal dieses Manuskript und der screent das. Ja? Da gibt es auch ein paar Automatismen, dass schon mal geschaut wird, okay, wurde es vielleicht schon mal woanders eingeschickt. Ganz kurz, das Screenen heißt, für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, so wie mich? Screen heißt, es wird einfach automatisch kontrolliert, ob es Plagiate in dem Manuskript gibt und so weiter. Alles klar. Du liest dann als Editor, liest du das Journal, die Einleitung und eventuell ein Letter to the Editor, auch die Wissenschaftler schreiben müssen, dass meistens so ein 5-6 Zeiler, in dem geschrieben wird, warum deren Publikation jetzt wichtig ist für die Wissenschaft und warum es veröffentlicht werden sollte. Das heißt, das ist alles bisher noch richtig, aber hab mal ein bisschen Aufmerksamkeit darauf, dass noch null auf den eigentlichen wissenschaftlichen Prozess dahinter steht, die ganzen Experimente, die gemacht werden müssen für so ein Paper, gar nicht Erwähnung finden. Der liest das und gibt dann entweder ein Go oder ein No-Go. Das heißt, bei No werden Peer-Reviewer eingeladen, also Gutachter eingeladen, die Experten auf dem Fachgebiet sind. Und bei dem No-Go wird es eben direkt abgewiesen und es geht zurück an die Autoren und sagt, nee, für unser Journal ist es uninteressant. So, wenn jetzt der sagt, okay, das ist super interessant für unser Journal, das können wir uns auf jeden Fall vorstellen, dass es hier reinpasst, dann bekommen Peer-Reviewer eine E-Mail. Das heißt, der sucht Peer-Reviewer, also Gutachter, und lädt sie ein. Die haben dann reell so 30 Tage Zeit, diese Einladung zu akzeptieren. Viele sagen aber ab und sagen, ich habe keine Zeit, ich habe Besseres zu tun. Ne? Das sage ich nicht direkt, aber das heißt nicht, dass die Suche schon mehrere Monate dauern kann, da viele auch sagen. Also ich habe auch schon... Ja, das ist wirklich ein Problem, dass zu wenig Wissenschaftler sich am Peer-Review-Prozess beteiligen. Das ist nicht so die dankbarste Arbeit. Ich habe mal 8 Monate nach Peer-Reviewern gesucht, weil das Paper ziemlich spezifisch war und viele gesagt haben, oh, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Hm. Wenn jetzt 2 oder 3 Peer-Reviewer-Gutachter zusagen, man braucht generell 2 oder 3, ja, dann haben die 30 Tage Zeit, das Manuskript zu lesen und zu beurteilen.
Sehr oft schaffen sie es 90 Tagen nicht. Das heißt, sie vergessen das, schickst wieder Reminder-E-Mails und Erinnerungs-E-Mails, sagen Leute, hier bitte nicht vergessen und so weiter. Daraus resultiert letztendlich aber ein anonymer, muss man so sagen, bei F1000 ist anonym, aber bei Euroservians ist anonym, anonymer Peer-Review-Report eine Beurteilung. Ja? Mhm. Diese vier Beurteilungen sind die Beurteilungen wie folgt, das sind vier meistens. Das ist Reject, also abgewiesen zurück zum Autor, auf keinen Fall ist nicht der Qualität. Mhm. Major Revisions ist umfassende Bearbeitung muss stattfinden, muss ich quasi sagen. Das kommt auch öfters vor, dass die Gutachter sagen, guck mal, hier gibt es noch viele Defizite im Manuskript mit in diesen Sessern. Da gibt es Minor Revisions, das müssen nur geringfügige Änderungen gemacht werden. Und er selbst davor, das sind ja alles bisher nur so fachliche Informationen. Bisher. Aber es wird auf jeden Fall die Narrative aufgebaut, so ein Peer Review, das ist ein wirklich krasser Prozess, wo vieles reingeht, das im noch nicht verwerflich. Entschuldige, das habe ich nicht mehr gehört. Also genau, da warst du kurz weg. Genau, sorry. Wie gesagt, Internet im Busch. Meine Visions sind gering. Hallo, TBG-Ente. Ja, also das wird noch kritischer. Also da ist auch die Strategie mit drin, dass man erstmal diese eigentlich wissenschaftlichen Informationen äußert, das aber für was ganz anderes benutzt. Aber da kommen wir noch zu. Geringfügige Änderungen, die gemacht werden müssen, das kommt sehr selten vor. Mhm. Und das sofortige Akzeptieren des Manuskripts kommt gut wie nie vor, aber es ist auch eine Möglichkeit, dass man sagt, das Manuskript ist so toll, es ist toll, und es kann sofort akzeptiert werden. Also wir gehen mal davon. Ist das der einzige Grund, warum Manuskripte sofort durchkommen teilweise? Oder wurden die vielleicht vorher schon im wissenschaftlichen Prozess begleitet, wurden schon erwartet, es gibt gewisse Dringlichkeiten. Ja, jetzt fangen wir so langsam an mit den Fehlinformationen oder fehlleitenden Informationen. Davon aus, dass es dann ein exzellentes Peer Review ist und es waren drei Leute. Boah Mann, wieso kann dieser Typ nicht Studie oder Paper sagen? Nee, es geht darum, ob die Studie exzellent ist. Das Peer Review ist dann, oh Mann. Naja, das wird, ich kann ja schon mal spoilern, er wird zu keinem Zeitpunkt in diesem Video berichtigt werden. Er wird einfach immer weiter Peer Review zu Studien sagen. Zwei, drei Leute, die da rübergesehen haben und alle drei müssen dann gesagt haben, perfekt. Genau, alle drei müssen, zwei, drei müssen gesagt haben, perfekt, wie es ist, es kann sofort so agiert werden, aber da komme ich gleich nochmal zu. Normalerweise bedarf es 2 bis 4 Iterationen, ja. Bei dem die Reviewer sich das mal anschauen und die Autoren immer wieder das Manuskript anpassen müssen. Um die wissenschaftlichen Minimum-Iterationen, also Wiederholungen. Ah. Wiederholungen der Überarbeitung. Der Korrektion des mhm. Manuskripts. Ja. Das muss eben gemacht werden, um wissenschaftlichen Minimalqualitätsanforderungen zu entsprechen. Mhm. Letztendlich wird dann irgendwann, nach mehreren Monaten normalerweise, ich würde sagen zwischen 4 und 6 Monaten, wird das Manuskript akzeptiert und geht zum Typesetter. Typesetter ist der das Manuskript ins Format des Journals bekommt. Die nutzen meistens Adobe InDesign oder andere Instrumente, um dies zu tun. Hier wird Quellenverzeichnis kontrolliert und so weiter, was dann wieder in sogenannten Queries resultiert. Das sind Anfragen an die Wissenschaftler, die sie dann beantworten müssen. Hey, hast du echt diese Quelle gemeint? Bezieht sich Figure 1 auch wirklich auf Figure 1? Ne? Das Typesetting dauert normalerweise einige Tage bis hin zu mehreren Wochen. Das ist so jetzt meine Einschätzung und was ich so mitbekommen habe als Wissenschaftler. Also das gesamte Peer-Review-Prozess dauert mehrere Monate, was auch im Einklang ist mit Euroservice, denn wir haben deren Daten screened und zwischen dem Jahr 2015 und 2019 hat der durchschnittliche Peer-Review-Prozess bei Research Papers, also ein Paper, wie Drosten es angeschickt hat, bei Euroservice im Durchschnitt 80 Tage gedauert. Das sind 6 Monate. Okay, 6. Mümler, also ich kritisiere nicht, dass Leute, die keine Ahnung haben, versuchen, sich Ahnung zu verschaffen. Falls das wirklich das hier ist. Aber ich habe Spoiler, es ist das nicht. Ich habe das Video schon gesehen. Wir gehen mal davon aus, dass wir ein Preview haben, das exzellent ist und das wirklich von allen zwei. Boah, sagst du. Boah. Aber vielleicht meint er ja exzellentes Peer Review. Aber ich irgendwie kommt das nicht so an. Bei Preview dann mit Bravour besteht. Was ist das Kürzeste, was es braucht, um so ein Peer-Review zu veröffentlichen? Also, theoretisch kann das schnell gehen, aber in der Praxis kann man sich das einfach nicht vorstellen. Also, bei Drosten hat der Peer-Review 1 Tag gedauert. Ja. Okay, Okay, jetzt kommen wir da, wo es hingehen soll. Es wurde lang und breit der Peer-Review-Prozess und auch die Komplexität des Peer-Review-Prozesses dargelegt, um zu sagen, oh Mann, beim Drosten-PCR-Paper hat das nur einen Tag gedauert.
Das ist doch ein bisschen komisch, oder? Lassen wir das mal ein bisschen laufen. Das muss man hinterfragen. Ich meine, es ist schlichtweg, meiner Meinung nach, schlicht unmöglich. Denn das heißt, dass der Editor sofort, nachdem das Paper eingeschickt wurde, sofort Peer-Reviewer gefunden hat, die das sofort akzeptiert haben, die sich mitten in der Nacht dran gemacht haben, um das Paper zu lesen. So, wenn das heißt natürlich nicht, all diese Prozesse sind vorher schon angestoßen worden, weil es eine unglaubliche Dringlichkeit gab. Wegen der Covid-Pandemie. All diese Viewer es sofort als perfekt bewertet haben, das dann sofort zurück zum Editor ging, oder beziehungsweise zur Editorin in diesem Fall. Nein, dieser Prozess ist vorher schon begleitend abgelaufen. Diese gesagt haben, oh, guck mal, drei Accepts, was natürlich total unlogisch ist, aber mag passieren, oder in der Theorie. Und das Paper wurde dann sofort zum Typesetter geschickt, der sich dann auch Nacht- und Nebelaktion gemacht hat, das jetzt irgendwie ordentlich von zu bekommen, die Queries zu gestalten, dann die Autoren sofort... Nee, der hat schon vorgearbeitet. Alle haben da gesessen und erwartet, sogar sehnlichst wartet auf dieses Paper. Aber das passt ja dann nicht in die Narrative. Diese Queries abgehandelt haben und das dann online gestellt wurde. Also das steht ja auch, man ist selber drin, das wurde empfangen am 18. Januar, spät. Mhm. Am 22. Januar wurde es akzeptiert und am 23. Wow. Januar stand es online. Also entweder ist es genial in aller Form, ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen. Vielleicht war es auch einfach nur erwartet und begleitet und hat deswegen auch einen gewissen wissenschaftlichen Standard gehabt, weil er von der Gesellschaft als Ganzes so verlangt war. Wie viele Seiten hat so ein Peer-Review? Also Peer-Review ist ja letztendlich dann der Reporter gemacht wird von den Gutachtern. Ja. Und das Manuskript selber hat wohl, weiß nicht, Durchschnitt 10 bis 15 Seiten. Okay. Kann man sich ungefähr so vorstellen. Und was eben so einen richtig faden Geschmack hat, dass eine Co-Autorin, Marion Copemans, eine Professorin aus Rotterdam, die ist Mitglied eines WHO-Gremiums gewesen, welche am Tag nach der Publikation dieses Manuskripts eben diesen Drosten-PCR-Test als Goldstandard deklariert haben. Mhm. Also es ist ein sehr unglaublich, dass die WHO so einen unglaublich wichtigen wissenschaftlichen Prozess für die Weltgesundheit mitbegleitet hat. Mind blown. Ich mag, dass es allzu schnell gegangen ist und also Schritt nach Schritt von 4 Tagen von Submission zu WHO Gold Standard. Ja. Das hat mich natürlich sehr, sehr nachdenklich gemacht, aber ich kann es inhaltlich schlecht. Bisher ist noch an keinem Punkt gesagt worden, wo sind inhaltliche Makel des Papers und wo gab es Probleme in diesem Überarbeitungsprozess, was hätte noch bearbeitet werden müssen. Es ist auch allgemein nicht darauf eingegangen worden, bei diesem Peer-Review-Prozess, dem herkömmlichen, wenn ich jetzt sagen wir, eine Studie zu Algen machen würde, die jetzt gerade gesellschaftlich nicht so unbedingt relevant ist. Wo passieren diese Überarbeitungen? Sind das inhaltliche Fehler, Messergebnisse, die falsch sind? Oder sind das Formulierungsschwächen, Klarheiten, die beseitigt werden müssen? Darauf, auf das Inhaltliche ist hier noch in keinem Punkt eingegangen worden. Ich habe keine wissenschaftliche Expertise bezüglich PCR-Tests und auch der Methodologie. Aber es gibt unabhängige Wissenschaftler, die haben jetzt einen Report geschrieben, der heißt commondrossenreview.com. Habe ich mitbekommen, ja. Oh, und da kommen wir zu dem richtig heißen Eisen. Dem schönen Corman Drosten Review Report. Diese Studie hier wurde nicht peer-reviewed. Die wurde hier einfach nur ins Internet gehauen. Aber lassen wir die guten Herren noch etwas ausreden. Genau, und es gibt sehr, sehr viele Punkte, die sie kritisieren, also methodologisch und auch inhaltlich, ist eine ganze Liste von Punkten, die absolut angeblich einen Sinn ergeben, wo immer noch nicht eingegangen wurde. Darauf will ich auch eingehen, weil... Schön, dass er hier auch angeblich keinen Sinn ergeben, sagen muss. Da gab es nämlich schon einen weitreichenden wissenschaftlichen Prozess. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Mal angenommen, wirklich, wenn wir wirklich niemandem was Böses unterstellen wollen, und das ist genial, was Drosten da geschrieben hat, und es wurde so schnell gemacht. Mal angenommen, wir wollen niemandem was Böses unterstellen. Ja,
Wie direkter kann ich sagen, ich möchte dir was Böses unterstellen, ohne mich dann am Ende dafür rechtfertigen zu müssen, ne? Frage ich mich, warum gehen dich auf diese Punkte ein? Ich weiß nicht. Sind sie? Es ist mehrfach auf diese darauf eingegangen worden. Darauf kommen wir gleich. Also ich kann dazu, wie gesagt, Inhalt nicht sagen. Es ist sehr merkwürdig, wie da herumgerudert wird. Aber was mich in meiner Expertise als Ritter eben stutzig gemacht hat, ist, dass es eben ziemlich viele Antworten oder ziemlich viele Requests, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, es haben ziemlich viele Leute gefordert, genau, dass die Peer-Review-Reports doch publik gemacht werden sollen, denn die sind anonym. Das heißt, wenn es wirklich einen Peer-Prozess gab, dann müsste es diese Korrespondenz gegeben haben. Und Eurosurveillance hat diese Forderung nach mehreren Monaten erst gewiesen und sich auf den Schutz der Privatsphäre der Reviewer bezogen. Dabei sind diese Gutachtungen anonym, wie bereits erwähnt. Also es ergibt absolut gar keine diese Reaktion. Und jetzt sind wir bei den klaren Falschinformationen. Gerade zu diesem Corman-Drosten-Report, der wird in der Querdenken-Szene auch sehr häufig genannt, gibt es schon unglaublich viele Sachen, die zum einen das Paper von Drosten erneut und erneut und erneut reviewen und für gut begutachten und eben WissenschaftlerInnen, die dieses Corman-Drosten-Review sich genauer angeschaut haben und erkannt haben, das ist ein Haufen Scheiße. Das ist ein Riesenhaufen Scheiße. Die PCR-Tests sind unglaublich gut erwiesen. Also die Wirksamkeit der PCR-Tests, um Corona nachzuweisen. Das ist überall auf der Welt hat das schon Anwendung gefunden. Überall auf der Welt wird das über verschiedene Wege sogar wieder und wieder getestet oder beziehungsweise bestätigt, dass dieser Test funktioniert. Eurosurveillance hat auch klar Selbststellung nochmal genommen und selbst verschiedene Review-Prozesse nochmal angestoßen. Aber davon werden wir in diesem Video nichts hören. Auch sollte eigentlich dieser ganze Prozess von einem unabhängigen Gremium untersucht werden und das wurde auch, diese Forderungen wurden auch mal bis zurückgewiesen. Also es wurde absolut intransparent gehandelt, obwohl es wahrscheinlich um einen sehr großen Skandal handelt. Mhm. Soweit ich weiß, ist ja sogar in einem Gerichtsverfahren Boston nochmal gebeten worden, sich da zu äußern und ich glaube, bis heute ist da noch nichts passiert diesbezüglich PCR-Tests. Deshalb, aber da bin ich jetzt vorsichtig, weil ich da noch nicht genau durchblicke auch. Was ich auch spannend. Offensichtlich haben die Leute sich nicht darüber informiert und man kann klar sehen, dass hier eine Narrative gesponnen wird. Man kann mir nämlich kaum erzählen, dass die Person sich so viel, so stutzig mit dem Peer-Review-Prozess bei Drostens Paper, bei diesem einen von vielen Drosten Papers, dass er so viel Bauchschmerzen genau bei diesem Prozess hatte. Und sich aber nicht nähergehend informiert und hier auch nicht nähergehend inhaltlich Stellung genommen wird. Wo sind denn die inhaltlichen Fehler? Was kann denn genau nachgewiesen werden? Spannend ist, dass keiner von diesen, also von dem Journal nicht, von WHO auch nicht, wie du schon gesagt hast, da eine Untersuchung einleitet oder etwas preisgibt und zeigt, wie es. Und das wieder klar gelogen? Wir haben gesehen, die Untersuchung hat es gegeben. Wie es, also um alles aufzudecken, weißt du, was ich meine? Das stimmt. Ich hab auch die Co-Autoren angeschrieben, gefragt, hey Leute, macht euch was nicht stutz, wenn so ein Peer-Prozess statt 6 Monaten nicht nur einen Tag dauert. Und keiner von denen hat darauf geantwortet. Das heißt, wenn ich jetzt Co-Autor. Anstatt sich zu informieren, einfach die Leute anschreiben. Genauso wie alles auf den Tisch das auch gemacht hat, einfach mal den Drosten und Mai Tinian und sowas anschreiben, sich eine Absage abholen, um das dann argumentativ nutzen zu können. Von einer Publikation wäre. Und wir würden das reinschicken, am nächsten Tag wäre die schon gereviewt und online. Mhm. Dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich mir Sorgen machen um die Integrität der Wissenschaft. Vielleicht solltest du dir dann Gedanken darüber machen, wie wichtig dein Paper war, ob es schon vorher mit beobachtet wurde, ob schon vorher Leute zu dir geschickt wurden, weil, ey, wir brauchen dieses Paper. Das ist
mit die wichtigste wissenschaftliche Arbeit, die passiert, dass dann vielleicht ein paar Weichen gestellt werden. Ganz viele Proteste, wie du dir doch auch schon selber beschrieben hast. Einfach nur, weil Leute das schusseln oder keinen Bock darauf haben, so lange dauern. Und dass es gerade bei dem Thema Covid eben nicht die Leute gibt, die das schusseln, weil es eben eine Dringlichkeit gibt. Aber naja, lassen wir die Personen mal aus. Ich auch fragen, hey, was ist eigentlich los, was ist eigentlich passiert? Weil es auch noch nie so stattgefunden hat. Oder gab es schon mal ein Peer Review, das innerhalb eines Tages veröffentlicht wurde? Also ich habe von Professor gehört, dass es mal einen Wettbewerb gab, bezüglich wie schnell kann etwas gereviewt werden. Und da ist es auch schon mal schnell vorgekommen, dass es innerhalb von wenigen Tagen passiert. Aber von einem Tag habe ich persönlich noch nie etwas gehört. Und wie gesagt, ich kann es mir absolut nicht vorstellen, da die ganzen Schritte, die vorgenommen werden müssen, wirklich ziemlich lange dauern. Ah, das heißt, wenn man das alleine aus Spaß macht, ohne die unglaublich vielen Ressourcen, mit denen man überschüttet wurde, weil es eben so eine Dringlichkeit gab, dann kann das schon nur ein paar Tage dauern. Dann darüber zu sprechen, dass all diese Arbeiten teilweise parallel erledigt wurden oder vorbereitet worden sind. Aber warum denn auch? Und das hat sich darauf berufen, dass es ja wirklich ein urgentes Thema war und dass es ja super wichtig war zu der Zeit. High Urgency, aber die gab es ja Mitte Januar noch nicht wirklich. Das war ja noch nicht gegeben, meiner Meinung nach. Also ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Und wenn das alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, dann würde es transparent gemacht werden. Ja, wie gesagt, guck mal, das ist der Peer Report, die diese Also da ist wieder die klare Behauptung, es ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Er hat das Paper wohl nicht selber gelesen als Mikrobiologe und konnte das wohl nicht einschätzen und uns sagen, was da jetzt inhaltlich schiefgelaufen ist. Aber da muss man stutzig sein und sehr skeptisch. Wenn die ihm zustimmen wollen, dass es öffentlich wird und sowas stattfinden und deswegen gab es Grund X und Y, ist es eben so schnell passiert. Aber es ist eben, hat so nicht stattgefunden. Und stattdessen hat sogar, gab es auch Interessenkonflikte. Als Rosten musste doch ein Wisch unterschreiben, der sagt, hey, hat jemand von Interessenkonflikten? Nein, habe ich nicht. Aber warte, das war jetzt tatsächlich, was jetzt gerade weg. Bei Labor Berlin geht, involviert eben PCR-Test. Sorry, wann hat man mich nicht mehr gehört? FreeMind, das kommt ganz auf die Art und Weise der Veröffentlichung an. Es gibt zwar wissenschaftliche Studien, die werden dann als Preprint, so nennt sich das, veröffentlicht. Das ist jetzt auch in der Covid-Zeit sehr viel passiert, weil wir einfach so schnell wie möglich die wissenschaftlichen Ergebnisse gebraucht haben. Aber häufig ist es auch so, dass Studien erst veröffentlicht werden, nachdem das Peer Review stattgefunden ist. Das ist eher auch der Normalfall, soweit ich weiß. Wurde da gefragt, oder? Genau, ob er Interessenkonflikte hat. Und er hat angegeben, nein. Was nicht der Wahrheit entsprach, denn er ist involviert beim Labor Berlin GmbH. Das sind die momentan für Berlin und Umgebung so ist die ganzen PCR-Tests auswerten und sich da eine goldene Nase dienen. Tja. Und jetzt kommt's, wird es noch wilder. Jetzt wird dem Posten sogar vorgeworfen, dass er sich eine goldene Nase daran verdient. Und die Schlussfolgerung ist ja dann, dass er es mit Absicht irgendwie diese skeptische Studie veröffentlicht hat, um sich damit eine goldene Nase zu verdienen. Aber das so klar zu formulieren, traut sich keine der Parteien. Das hat er aber dann im Juni, also ungefähr ein Jahr später, wurde das nachgereicht. Also wurde man das abgepasst. Hey, guck mal, es gab doch Interessenkonflikte. Das heißt, es hat nicht der Wahrheit entsprochen, dass es keine Interessenkonflikte gibt. Aber das ist nämlich auch eher sekundär. Wir wissen. Ja, das, wenn man da ein bisschen nachhakt, dann sieht man auch, dass das auf sehr, sehr weichem, luftigem Boden gebaut ist, diese Behauptung. Also, dass es auch einige Interessenkonflikte gibt, auch eine Involvierung mit Olfert Land, der die ganzen PCR-Tests, die ersten PCR-Tests hergestellt hat. Und das wahrscheinlich schon viel früher, als die Publikation überhaupt publiziert wurde. Ja, war der nicht beteiligt? War der nicht beteiligt mit diesem Bericht? Oder, ja, genau, er war auch, genau. Olfert Land war auch Co-Autor, genau. Der Erfinder des PCR-Tests war dabei, wow. Baden-Beichmark, aber da müsste halt eine unabhängige Kommission mal nachschauen, was da eigentlich passiert ist. Das ist nicht meine Aufgabe. Und das wird gemacht, das ist das Problem. Nein, aber auch der Journalismus, der hakt da nicht nach. Da ist überhaupt nicht nachgehakt worden. Wie wir ja gerade gesehen haben, gab es ja nur unglaublich viel an wissenschaftlichem Prozess, der auch danach stattgefunden ist, um eben klarzulegen, dass diese Kritik völliger Schwachsinn ist. Wir können uns ja nochmal
aus anderen Stellen, auch deutsche Virologinnen, die sich das anschauen, kommen zu den drauf, dass Corona ein Riesenquatsch ist mit diesem Coleman-Drosten-Review. Also das ist auch gar nicht mal wirklich sauber gearbeitet. Das ist echt ein Witz. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Das liest sich nicht so wie normale wissenschaftliche Studien. Also ich mache mir wirklich auch Sorgen um den Journalisten. Ja. Ich habe den Journalisten oder vielen Journalisten quasi einen feindlichen Wissenschaftsskandal auf dem Silbertablett präsentiert. Aber keiner, also mit Ausnahme von Reitschuh, darüber berichtet. Also stattdessen habe ich dann die... Oh. Und immer mehr und mehr Revealing Facts kommen an den Dach. Aber ich denke, bei Reitschuster wird auch nicht mehr gesagt. Das ist nur eine kurze Erwähnung, die man schön nicht gut interpretieren kann, schön vage gelassen. Die ganze deutsche Medienlandschaft, wie eine Meute auf die Initiation und haben Schauspieler von alles dicht machen geschützt. Mhm. Aber Drosten, und da traut sich keiner dran. Also da gibt es auch keine Kritik. Und, ja, ich wundere mich auch. Das ist etwas, was ich total in Frage stelle. Du musst es richtig in Frage stellen. Wissenschaft ist, Sachen in Frage zu stellen. Genau. Und wenn man als Wissenschaftler Sachen nicht mehr in Frage stellen kann, was ist das dann? Wissenschaft? Ich glaube nicht. Ich gucke mir regelmäßig die Pressekonferenzen an und tatsächlich, wie du sagst, es gibt kaum Journalisten, also wirklich keinen. Gestern gab es Journalisten, der hat mal eine kritische Frage gestellt, aber das war in den letzten 12, 13, 16 Monaten. Ist das nicht vorgekommen, dass irgendein Journalist mal nachgehakt. Und jetzt der allumschweifende. Oh Mann, ey, das allumschweifende Argument, oh, die Journalisten berichten nicht mehr kritisch und es wird immer schwurblerischer und schwurblerischer. So, noch vor 10 Minuten wurden hier Fakten aneinandergereiht mit der kleinen vagen Behauptung zwischendrin und jetzt sind wir schon richtig in der Schwurbelhölle. Dass kritisch Rat halt wirklich Druck gemacht hat. Und in allen anderen Themen, ob Afghanistan ist oder ob es immer ist oder was auch immer, da wird natürlich kritisch nachgefragt, da wird die Regierung in Frage gestellt und in dem Punkt werden keine Fragen gestellt, keine kritischen, keine Hinterfragungen der Handlungen, gar nichts. Und ja, wo sind denn eigentlich die Journalistinnen, die hinterfragen, ob die Erde denn wirklich rund ist? Die hinterfragen, ob es Gravitation gibt oder dass das vielleicht doch irgendeine seltene Form von Magnetismus ist. Wo sind die Leute in der Bundespressekonferenz, die wichtigen Fragen nach den verlorenen deutschen BürgerInnen in der Hohlkugelerde stellen? Wo kommen wir denn da überhaupt hin? So, all diese Dinge müssen offen sein für den wissenschaftlichen Diskurs. Bei Drosten komplett außen vor lassen. Ja, 93 Podcasts, NDR Info, mit jeweils, glaube ich, 2 Stunden. Und keine einzige kritische Frage bezüglich seines Paper, seiner Involvierung mit Fettland und so weiter. Also Drosten wird geschützt von den Journalisten. Also die Journalisten gehen ihre Arbeit. So, okay. Das Schwurbelniveau geht exponentiell hoch. Drosten wird also geschützt von den Journalistinnen. Ja, Flipster, du bist jetzt Ehrenwissenschaftler, weil du Fragen stellen konntest. Das können viele Sechsjährige auch, aber das sind auch Ehrenwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ich nach, aber auch eben sehr viele Wissenschaftler hinterfragen Sachen nicht mehr, bzw. trauen sich auch nicht mehr, Sachen zu hinterfragen. Das muss man ganz klar differenzieren, denn der Druck hat auch uns zugenommen. Ja, da hat der gesamte wissenschaftliche Prozess torpediert. Das hat tatsächlich auch einen wunden Punkt getroffen. Und die Medien zu Recht angeklagt in der Hinsicht. Ja. Wunderbar. Simon, unsere Zeit ist rum. Ich danke dir vielmals für diese Aufklärung. Ich bin auf jeden Fall etwas schlauer geworden, um des Peer Reviews herum zu wissen, worum es natürlich geht, warum das so wichtig war und warum da auch ein unabhängiges Gremium wichtig ist, immer noch, um es mal zu hinterfragen und herauszufinden. Ich hoffe, das werden nur Zuschauer auch so sehen oder sie stellen kritische Fragen. Ich glaube, da sind Experten wie du sehr, sehr gerne bereit, auch diese... Der weiß nicht, was eine Studie ist, der hat aber bei den Problemen beim Coleman-Drosten Paper da wusste er was. Das ist... Das war echt eine schlechte schauspielerische Leistung, muss man wirklich sagen. Hier haben wir auch die direkte Stellungnahme von Eurotrains über die weiten Review-Prozesse, die auch nach dem Peer-Review noch an die Studie angelegt wurden, mit dem klaren Ergebnis: has decided that the criteria for the retraction of the article have not been fulfilled.
Das ist eigentlich noch eine sehr, sehr schöne Formulierung für den Quatsch, mit dem die sich hier auseinandersetzen mussten. Tja, aber wenn der gute Herr Simon Goddek doch so penibel ist, wenn er sich so Studien anschaut und welche Studien verwendet werden und wie denn der Peer-Review-Prozess so ausschaut. Tja, dann wundere ich mich, wenn ich mir jetzt diesen Russia Today-Artikel anschaue, wo Simon Goddek ein Interview gegeben hat, wie er so zu so einem Position kommt. Er schreibt, ich wurde ins Twitter-Gefängnis gesteckt, weil ich ein von Experten begutachtetes wissenschaftliches Papier zitiert hatte. Wissenschaft abwürgen ist Realität geworden. Besonders besorgniserregend ist es, dass ich den Inhalt des Papiers nicht persönlich kommentiert habe. Ich habe nur gesagt, dass Schutzmasken gemäß diesem Papier zu massiven Gesundheitsschäden führen können. Es ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Arbeit, die von mindestens zwei Experten auf diesem Gebiet begutachtet wurde. Also das Peer Review. Das erste Mal wurde ich zensiert, weil ich ein wissenschaftliches von Experten begutachtet Peer-Reviews Papier über Schutzmasken zitiert habe. Ich habe nur den Arbeit zitiert und wurde ins Twitter-Gefängnis gesteckt. In diesem Titel schrieb ich, seht mal, es scheint, dass Schutzmasken nicht funktionieren. Somit sagte ich auch meine Meinung. Dieses Mal habe ich eine weitere Studie zu Schutzmasken gefunden, in der festgestellt wird, dass das Tragen von Masken nachteilige Auswirkungen hat. Also ich habe das Papier zitiert, ohne meine eigene Meinung zu äußern. Und sie haben mich erneut zensiert, mich dazu gebracht, den Tweet zu löschen und mich erneut ins Twitter-Gefängnis geworfen. Dum 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 dum. Peer Review gleich Retweet. Absolut. Ne, tatsächlich, diese Studie hier, dieser Witz, dieser absolute Witz von Studie hier, der von zwei privat praktizierenden Ärztinnen, dem Institut für Molekular und Zelluläre Anatomie, Institut für Pathologie, gemeinsam mit dem Institut für Neurowissenschaft und Medizin, gemeinsam mit dem Institut für Neurochirurgie und Pathophysiologie und gemeinsam mit dem Department für Psychologie hier veröffentlicht wurde. Das ist schon eine sehr, sehr illustre Mischung für eine Studie. Diese Leute hier haben einfach nur sich Wildstudien herausgegriffen und die versucht, irgendwie in Zusammenhang zu bringen, sodass man auf der Basis sagen kann, dass Masken gesundheitsschädlich sind. Das Schöne ist, diese Studie kam in MDPI raus. Ne? Und wir haben ja schon gehört, wie unser Freund Goddek so penibel ist beim Peer-Review-Prozess und dem so wichtig ist, dass der Peer-Review-Prozess vernünftig abläuft. Tja, MDPI ist nicht so unbedingt die unkontroverseste Veröffentlichung. Wir haben hier alles Mögliche an Veröffentlichungen aus der ESO- und Schwobler-Szene anzutreffen. Sachen wie das Pornografie zu konsumieren, zu erektiler Dysfunktion führt, ist natürlich wieder nicht. Alles Mögliche an das Glyphosat, alles Mögliche auslöst von Alzheimer, Autismus, Parkinson, Multiple Sklerose. Wir haben ein Journal für Magnetochemie, eine Studie veröffentlicht, die sagt, dass scientists are suppressing evidence that microwave radiation from smartphones and other devices cause harm to people. Und das Journal verteidigt sich mit, dass die ja dachten, die kriegen eine Studie und einen Opinion Piece zugeschickt, haben es aber dennoch abgedruckt. Und dann haben wir natürlich die ganz schönen Dinge wie Studien zu, die versuchen, Rasse und Intelligenz miteinander in Verbindung zu bringen. Und halt unser typisches Anti-Impf-Kram, was wir so kennen.
Tja, irgendwie kaufe ich Herrn Goddard nicht mehr so gut ab, dass der sehr, sehr gerne und sehr, sehr penibel ist bei Peer-Review-Prozess und sehr seine Augen offen hat, da, um zu schauen, wo kommen die Paper eigentlich her, ist das vernünftig reviewed worden. Benutzt dann aber Studien, wo die Qualität des Peer-Review und gerade schnelle Peer-Reviews stattfinden und die qualitativ nicht unbedingt hochwertig sind, die ständig in der Kritik sind dafür. Tja, das war Simon Gold. Gibt auch noch weitere echt nice Leute hier, mit denen man sich auseinandersetzen könnte. Besonders Dr. Peter McCullough ist da einer, da kann man durchaus aufmerksam werden. Das wird, nee, wo habe ich denn? Whoop. Ah, den Link habe ich wohl nicht mehr. Auf jeden Fall, das Video wurde auch schon, einige haben behauptet, es ist gelöscht. Ich habe noch Zugang dazu. Ich glaube, das könnte an VPN oder DNS-Server liegen. Das ist ein richtig knallharter, altevangelikaler Impfgegner der alten Schule. Da gibt's kein Rumdiskutieren, ob der denn nur eine kritische Stimme ist oder nicht. Das ist ein richtig knallharter Impfgegner. Wo haben wir denn genau? Hier bei den Spike-Proteinen. Da haben wir zwei AutorInnen. Also zwei Autoren des Common Dressing Review. Die interviewen sich hier einfach gegenseitig. Ist es nicht nice, von Leuten, mit denen man, wo man mitgearbeitet hat, an genau dem Paper, zu dem Paper befragt zu werden? Das sind genau die wissenschaftlichen Standards, die wir haben wollen, ne? Ah, da haben wir den McCullough, der auch für Hard Rock zu Chloroquine war. Dann haben wir noch ganz andere schöne Verdächtige wie Raymond Unger, der für die Achse des Bösen, die Achse des Guten schreibt. Dann kann man schon sagen, Neurechte, auf jeden Fall neurechts anhauchende Publikation, wo auch Henrik M. Broder mit dabei ist. Dann haben wir Dr. Roman Raum als so Mental Coach und sowas dabei. Wir haben Jochen Kirchhoff, der sich gegen das Weltbild der herrschenden Naturwissenschaft wendet. Wir haben eine ganze Menge. Oh, okay, die Links hat schon alle geöffnet. Eine ganze Menge sehr, sehr wunderbarer Schwurbler haben wir da. Tja, wir sehen auf jeden Fall in vielen dieser Videos, es gibt einfach keinen Bezug auf die wissenschaftlichen Methoden, wie solche Studien gemacht werden. Welche Methoden, welche sicheren Methoden gibt es, um welche Erkenntnisse zu gewinnen? Da wird sich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Wir haben ja gesehen, dass beim, wie bei zum Beispiel Schriften von den Anthroposophen, da haben wir es auch so, dass 95% des Buches teilweise wissenschaftlich komplett korrekt sind. Diese 95% werden aber nur dazu missbraucht, um den letzten 5% zu schreiben, dass man ablesen kann, ob du im vorigen Leben ein Mörder warst, anhand deiner Nasenlänge oder so. Und auch gerade diese Meinungen, die darum schon veröffentlicht wurden, von wegen Demokratie muss das aushalten, es gibt Meinungsfreiheit, es gibt Wissenschaftsfreiheit, man wird Fragen stellen dürfen, Fragen stellen ist gut. So. Niemand will diesen Leuten das Wort verbieten. Aber diese Leute wollen jedem anderen auf diesem Planeten die Kritik an ihnen verbieten. Und gerade sowas muss im Diskurs so gut angegriffen werden wie nur möglich. Ich sag ja auch schon immer,
Hört auf die wissenschaftliche Methodik, den wissenschaftlichen Diskurs, nicht auf die jeweiligen Personen. Einige dieser Leute, die hier interviewt wurden, sind wirklich renommierte Wissenschaftler auf ihrem jeweiligen Feld. Die beziehen aber nicht zu ihrem Feld Stellung. Das ist ein reines Autoritätsargument. Einige Wissenschaftler stellen sich dahin, benutzen ihren Doktortitel, um überzeugt zu reden, wo sie gar nicht zu forschen. Wo deren Meinung ist da etwa so wichtig wie, was Dieter mir in der Bar letzten Freitag erzählt hat oder so. Oder was irgendein Schwurbler oder irgendein Facebook-Post sagt. Wenn sie Wissenschaftler ihren Mund aufmachen, kommt nicht unbedingt Wissenschaft raus. Man muss sich gucken, wie ist der Erkenntnisprozess? Und bei Wissenschaften ist es halt der Fall, dass die mir erzählen müssen, wie sind die auf die Erkenntnisse gekommen. Rico, ich bin in 5 Minuten fertig. Sogar weniger. So, hier gibt es ja auch das Beispiel von dem Originaltypen, der den PCR-Test erfunden hat und auch dafür einen Nobelpreis bekommen hat. Der ist später AIDS-Leugner geworden. Und hat auch andere Sachen rumgeschwurbelt. Das eine hat gar nichts mit dem anderen zu tun. Und gerade in so einer Demokratie muss man sich eben aussuchen, wem hört man wie lange zu und warum. Wir haben jetzt so viel mehr Informationen über das Internet, über andere Medien, dass wir mit Informationen regelrecht bombardiert. Wir müssen uns aussuchen, wem hören wir zu und wem nicht. Bei welchen Informationen lohnt es sich überhaupt, einen kritischen Prozess einzuleiten? Oder wo sagt man sich, ey, das höre ich mir gar nicht erst an? Und genau diese Situation, wo man extrem selektieren muss, was höre ich mir überhaupt an? Welche Sachen nehme ich überhaupt ernst? Genau da schaffen es Leute wie alles auf den Tisch, eben den Diskurs zu torpedieren und kriegen es hin, dass die immer wieder in den Medien sind. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, dass es zumindest keine Morde mehr gibt. Aber vielleicht ist auch das zu viel verlangt.